Das heißt, wir können wieder von hier weg. Ich würde ja gerne mal nach Ondras Geschenk. Nachdem ich in Khet Noor war und den Söldnerangriff abgewehrt habe. Wobei die drei Kopfgelder, die machen wir, die zwei Kopfgelder, die noch übrig sind, die machen wir dann auf einen Schlag und versuchen dann mal in Ondras Geschenk den Hehler aufzutreiben, der Rubine verkauft. Rubine und Saphire, dass wir mal noch ein paar Sachen verbessern können, die wir besitzen. Jetzt ist es gerade Nacht. Auch wenn wir dafür dann einmal schlafen müssen, aber es ist wirklich mal Zeit, dass wir unser Zeug verbessern. Dann können wir bei dem Hehler auch gleich Sachen loswerden. Und wir müssen mal hier dann in der Truhe gucken. Was wir hier noch alles an Zeug rumliegen haben dann. Aber es werden weniger Kopfgelder. Ich hoffe mal, das waren jetzt wirklich dann die letzten. Weil wenn nicht, wird es langsam echt ein bisschen dämlich. So. Und leb wohl. Das dürfte uns schon mal eine Runde hier gegeben haben. Jupp. Kupferstücke und Erfahrung. Ja. Wobei Erfahrung brauchen wir ja nicht mehr. Aber im Augenblick hätte ich gern noch das Geld. Auch wenn wir wirklich genug Geld haben. Und ich glaube, für die nächsten Kämpfe gebe ich meinen Leuten vorher etwas zu essen. Und lass auch mal endlich meine Fernkämpfer solche Zielsicherheitstränke schlürfen. Sure. Weil ich habe auf jeden Fall hier noch jede Menge Perlholzhühner. Ausdauer, Verfassung sogar. Ich habe noch einmal Drachenfleischgericht. Da Ausdauer und plus 2 Macht. Der Druck Rinderbraten. Und Kasita-Auflauf. Ausdauer, Intelligenz. Naja. Den brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Schnaps und so weiter. Schnaps. Trank der Macht. Den kann sie dann auch mal nehmen. Trank des unheimlichen Schützen. Jo. Durenz sollte dann irgendwann mal die Schriftrollen verbrauchen. Schriftrolle des Feuerballs, ja. So, dann gehen wir mal erst hier rein. In den Burghof. Und tun dann den Angriff beenden. Ich frage mich echt, ob das Tage verbraucht. Wir sind schon bei Tag 117 übrigens. Ja, wir sind bald ein halbes Jahr unterwegs. Ist ja auch schon mal nicht schlecht. So. Manuell beenden. Ich habe nämlich eigentlich nicht so das Gefühl, dass das jetzt unglaublich bedrohlich ist, was da auf uns zumarschiert. Es wird mich wahrscheinlich wieder ein paar meiner angehörten Söldner kosten, die ich dann wieder frisch anheuern muss. Aber das ist okay. Genau. Ein paar Bärengefährten, ein paar andere Gefährten. Nichts, was wir nicht ziemlich schnell hochkriegen eigentlich. Ihr könnt ruhig Goldpakt Paladine. Und das war der Bogen, mein Bogenschütze. So. Wäre erledigt. Mal gucken, wie viele von meinen Söldner ich verloren habe. Ich habe auf jeden Fall meinen Bogenschützen verloren. Mal wieder. Mal sehen, ob ich meinen Super-Söldner verloren habe, den ich da eingestellt habe.
Also der mal zu Besuch gekommen ist und den ich dann angeworben habe, der das Fünffache kostet, aber auch ziemlich viel mehr bringt. Danach sehen wir aber weiter. Also, wir haben zwei Söldner verloren. Nein, den brutalen Krieger, den haben wir behalten. Korkrak, den tue ich garantiert nicht anhören. Da den Scharmützelbogenschützen. Oh, und einen Söldnerhauptmann. Den sehe ich gerade zum ersten Mal. Aber den werben wir mal an. So. Wobei, nee, den hatte ich glaube ich schon. Vorhutsoldat hatte ich glaube ich früher immer. Egal. Ich hab's erledigt. Da ist ja mein Scharmützelbogenschütze. Außergewöhnlicher mittlerer Schild. Also Geld machen können wir jetzt auf jeden Fall ziemlich viel. Ich weiß gerade gar nicht. Soll ich einfach weiterziehen nach Trutzbucht? Oder soll ich erstmal versuchen? Ja, ich versuche erstmal das mit der Mutter. Wenn ich auf Inachielas Nest gehe. Weil. Traum und Erinnerung. Trauernde muss selbst erklären. Verstand, Einzelheiten, Geburtsglocke, Bekannter. War eine Hebamme bei der Geburtsglocke. Es klingt nämlich jedenfalls nach einem ziemlich hohen Ort. Und das der einzige ziemlich hohe Ort, der mir so einfällt, ist das Nest. Also hier das Nest. Da müssen wir zwar ziemlich weit reisen, ja. Aber hey, ist okay. Wir können eh mal gucken, was die Priester, die jetzt zum Nest zurückgekehrt sind, draus gemacht haben. Es liegt schon mal Nebel auf dem Nest. Oh, und hier hinten ist etwas, was wir noch gar nicht eingesammelt haben. Etwas Blutmoos. Aber nein, der Ort scheint die Mutter auch nicht wirklich zu beeindrucken. Knochen liegen hier auch immer noch rum. Und die beiden stehen hier einzeln armselig wie Pilze im Wald. Es ist gut, Hila wieder angemessen huldigen zu können. Was tut ihr jetzt? Wir werden das Nest wieder aufbauen, aber das wird dauern. Es gibt viel zu reparieren und viel zu heilen. Aber dank dir werden wir beides an diesem Ort tun, der unserer Göttin am heiligsten ist. Ach, die Sprache ist unser Göttin heilig. Möchtest du über etwas anderes sprechen? Nein, das kennen wir ja schon. Ja. Und sie würde wahrscheinlich auch nichts anderes zu sagen haben. Ne, wir reden beide zusammen. Und das war's. Gut. Naja, jetzt ist unsere Gruppe auch ein bisschen erschöpft. Das heißt, wir können... Ich tausche die Mutter einfach ein. Ich weiß echt nicht, was ich mit dir noch... Was ich mit dir noch anstellen könnte. So, zurück nach Ketnur. Dann holen wir uns Alof mal wieder. Und holen uns die beiden Kopfgeldjägeraufträge noch. Und dann geht's nach Ordnur runter. Gefolgsmannszeittag. Reifschneider. Ah, Streitaxt. Nehmen wir gerne. So. Sure. So, einige sind schon sehr müde. Du raus, du rein. Dann haben wir wieder unsere gute Gruppe.
Pionierwälzer. Ist da irgendwas Interessantes drin? Ja, zwei Zauber, die können wir noch lernen. So, da habe ich nämlich noch gar nicht reingeguckt. Und weg mit dir. Und wir haben viel zu viele Duplikate des Zauberers. Trank des Spiegelbilds. Ja, die sollten wir wirklich demnächst mal aufbrauchen. Vielleicht gerade mal bei den Kämpfen jetzt gleich. So, jetzt aber erstmal wieder für Athletik und Dings rasten. Und dann reisen wir jetzt erst einmal Perls Steilufer. Dann reisen wir nach Ondras Geschenk zum Hehler, kaufen Edelsteine und noch mehr Edelsteine, graden mal Waffen ab, vor allem Eddas Säbel und Paliginas Schwert. Und dann ja, geht's in den Erbhügel. Sure. So, wo könnte denn der Vitrak sein? Vor allem, wenn ich jetzt mal wüsste, was ein Vitrak ist. Ah, ich hätte da schon so eine Vermutung. Wahrscheinlich hier unten in der Höhle. Einmal Höhle bitte. Mit Logik oder Denkvermögen gefragt sind. Bis jetzt bin ich, glaube ich, noch gar nicht mit Logik oder Denkvermögen an irgendeine Sache rangegangen. Aber es ist wirklich wichtig, man muss bei der Charaktererstellung gucken, dass man entweder mindestens 3 Punkte in Entschlossenheit oder Intellekt gibt. Weil ich glaube, ich habe eine Grundstufe von 1. Ah nein, hier unten ist niemand. Okay. Auch gut. Nebenbei, was hat eigentlich Eddas Schwert für eine Frostpeitsche? Ah, ja. Tolles Fegefeuer. Humanoid kann ich nicht geben. Wilder, primitiver Geist. Geben wir mal Geist. Geister sind nämlich immer nervig, so. Ja. Da ist das nämlich jetzt vollständig ausgerüstet, das Schwert. Gut, und ich wollte ja den Leuten ein bisschen Essen geben und ein bisschen Schadensreduktion. Also Machtessen an, das ist Machtessen, gell? Ja, Macht. Dir mal etwas Machtessen und dir mal etwas Machtessen und Schadensreduktion an Durens und an Alof. So. Haben wir noch ein anderes Essen? Vielleicht, ne, Intelligenz brauche ich nicht. Ich bräuchte irgendwas, was die Genauigkeit höher macht. Plus Gewandtheit, Wahrnehmung und 4 Erschöpfung. Und ja. Gut, das könnten wir den beiden mal noch geben. Soweit. Vitrak nehme ich ernst. Ich habe nämlich noch nie gegen solche Viecher gekämpft. Kristallfässer. Vitrak-Exage. Okay, das sind Vitraks. Was zur Hölle? Okay, die sind jetzt alle verwirrt. Das ist nicht so toll. Okay.
Die können einfach mal so meine Leute da total verwirren. Das finde ich jetzt nicht so toll.